Und damit endlich wieder zurück, der NRW bei 18 hier. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einem weiteren Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir spielen ein weiteres Spiel aus der Agatha Christie-Reihe, heute den Titel The ABC Murders. Uiuiuiui. Wir spielen wieder Hercule Poirot und es ist für mich ein absoluter Blindrun. Ich habe es gefunden beim Stöbern hier im Internet. Wir legen uns direkt mal ein Profil an. Ich habe natürlich schon reingeschaut, um die ganzen Einstellungen vorzunehmen, was Lautstärke etc. angeht. Es ist leider ein Spiel mit englischer Sprachausgabe. Aber wir haben deutsche Untertitel, müssen wir uns natürlich jetzt ein bisschen anstrengen, um da mitzukommen, für die Leute, die nicht so gut Englisch können. Wir haben die Möglichkeit, die Sprache zwar umzustellen auf Französisch, aber das ist ja noch schlechter als Englisch. Aber das Schöne ist, Poirot hat einen richtig schönen französischen Dialekt im Englischen. Das passt sehr gut, finde ich. Ja, wie schon gesagt, ein Blindrun. Ich weiß nicht, um was es geht. Lassen wir uns überraschen. Damit läute ich jetzt auch wieder eine neue Let's Play-Offensive an. Das startet jetzt gleich, startet ein weiteres Let's Play und ein weiteres ist auch schon in Planung. Also, wie gesagt, die Durststrecke für viele ist jetzt beendet. Endlich wieder Let's Plays hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch gefällt meine Auswahl. Und dann würde ich sagen, verlieren wir nicht mehr Zeit. Ach, guck mal, hier ein schöner Bonsai. Wir starten ein neues Spiel. Viel Spaß mit dem Intro. Some post for you, Poirot. Mr. Hercule Poirot, you fancy yourself, don't you, at solving mysteries that are too difficult for our poor thick-head British police? Let us see, Mr. Clever Poirot, just how clever you can be. Perhaps you'll find this nut too hard to crack. Look out for Andover on the 21st of the month. Yours extra, ABC. Oh, it's some sort of joke. Maybe. But please remind me to inform Chief Inspector Japp. It's here, Poirot. The murder took place in this street. Grim place indeed. Tout à fait, Hastings. The streets of Andover are in a terrible state. Look, there's Chief Inspector Japp. He's talking with a policeman. Let us try not to get our shoes wet. Ja, und da sind wir also in Andover angekommen am 22. Juni und es ist am Mord passiert. Uiuiui. Und wir sollen ihn wohl dann jetzt aufklären. Also machen wir uns erst einmal ein bisschen vertraut mit der grafischen Darstellung des Spieles. Ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Es ist etwas zwischen Comic-Style und fast schon realistischen Bildern. Gefällt mir bisher ganz gut. Ich bin gespannt, wie das weitere Spiel sich entwickelt. Wir haben hier, was war das? Hinweispunkte, glaube ich. Ziele, Kapitel 1. Japp treffen. Also treffen wir Japp. Dann haben wir hier unser Notizbuch. Da schreiben wir Sachen auf, die wir erfahren. Und hier unten, das war kleine grauen Zellen, ist Diebstahl das Motiv des Verbrechens. Das gilt es jetzt herauszufinden.
Das halten wir mal im Kopf. Hier oben können wir das Spiel anhalten. Okay. Soweit, so gut. Runtergekommen hatten wir schon. Da hinten ist der Inspekteur. Ah, guck mal. Don't dilly-dally, Poirot. Chap will be waiting for us. Ja, ja, ist ja gut. Ach, da ganz hinten? Oder, hä? Wo ist er denn? Ah, wir müssen uns erst ihm nähern. Dash, a puddle. How clumsy. Oh nein, gibt das jetzt etwa... Ach ja, das... war das jetzt direkt schon eine Herausforderung, keine nassen Füße zu kriegen? Krass. Over here, it's Hastings and Poirot. You missed the 9 o'clock train? We took the 10:30. Luckily the service is good to Andover. So, Chief Inspector, what do we have? The victim is called Alice Asher. She owned this tobacco shop. She was killed yesterday with a blow to the back of the head. At what time? Let me just check. Neue Informationen hinzugefügt, okay. Nutzen Sie die Momente, in denen Ihr Gesprächspartner beschäftigt ist, um zu beobachten. Sie erhalten Indizien zu seinem Gemütszustand. Was? Ach, herrje. Finden Sie 3 Indizien, die Pyros Bemerkung entsprechen. Is Jap being too relaxed? Let us find the clues that prove it. Entspannt? Ach, du ahnst es nicht. Was ist denn das? Die Hände. Er puddelt sich doch an hier. Entspannte Haltung? Das ist eine entspannte Haltung? Ah ja. Nein, da ist nix. Okay, Gesichtsausdruck vielleicht. Indeed, Poirot. We were used to seeing you judge people with more discretion. Stolz. Was? Jap is in a good mood. I bet he thinks he's already caught the culprit. Ach je. Na, das verspricht ja spaßig zu werden. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Trophäe gewonnen. The last customer to see Mrs. Asher alive left her shop at 5:30. The body was found at around 11 in the evening by an officer doing his rounds. The shop door was open. That's what alerted him. Had anything been taken? A little tobacco maybe, but you'd hardly murder for a few smokes. There's nothing of any real value in the shop. What type of woman was Mrs. Asher? In her 50s. Married, but separated. No children. Her husband? Aha, Franz Asher, the husband. Alcoholic and violent. It's said that he regularly insulted his wife and threatened to kill her. Ach nee. Nach was? Oh, das geht so schnell. Ja, kann man das bitte langsamer einstellen? Nach seiner Meinung fragen, sagen, dass es zu offensichtlich ist. Do you think he's guilty? We'll look for Franz Asher. If he doesn't have an alibi, the case is closed. A very unoriginal murder. But that. May I examine the crime scene? Of course, old chap. I'll be with you in a minute, Poirot. Also... So einfach würde ich das jetzt nicht finden. Neues Ziel, den Tatort untersuchen. Ne, mal eben zu sagen, so, wenn er kein Alibi hat, da, so, dann bist du schuldig. Also das finde ich schon ein wenig überzogen, aber hier draußen können wir uns... Ah! This fruit and vegetable shop, also front row seat, therefore an employee might have noticed something. Hört ihr jetzt, was ich meine mit diesem französischen Akzent? Total geil. Haben Sie den Verlauf in den Boni gesehen? Sie können die Ergebnisse... Nicht Ergebnisse. Och Mann, das geht einfach viel zu schnell. Ihr Fortschritt wird automatisch gespeichert. Schick. The place is unusually tidy for a crime scene. Ich nähere aber bestimmte Artikel, Informationen. Geordnete Zeitschriften... Ah. Nothing suggests any sign of a fight.
Aber lustig gemacht, muss man sagen. Kann ich mir das jetzt nochmal angucken? Nothing suggests any sign of a fight. Okay. Habe ich also schon, okay. Da ist die Leiche hinter der Theke, okay. Beobachten. Oi, oi. Sie den Gegenstand aus einem Blickwinkel, indem Sie die Maustaste gedrückt halten und die Maus verschieben. Aha, das Buch kommt mir bekannt vor. Das haben wir im Intro gesehen. Das heißt, den Mann, den wir da gesehen haben, das war wahrscheinlich Mr. Usher. It's not just any railway guide. It's an ABC. It's open at the letter A. There are no prints on the book. Was? Das war's schon? It's not just any railway. It's open at the letter A. There are no prints on the book. Tja. Okay, ja, das war es dann wohl. Da ist auf jeden Fall Blut. Red liquid is oozing out. Is it blood? Erdbeer. No. It's just some strawberries that are losing their juice. Strawberry. Probably come from the fruit and vegetable shop opposite. Vegetable. Das, er hört sich so knuffig an. Okay, und die bleiben dann da markiert. Sehr gut. 2 von 3. Was habe ich übersehen? Fingerabdrücke. The counter is covered with fingerprints all on top of one another. Unfortunately, it will not be possible to use them. Mist. Okay, 3 von 3. Und wir gehen wieder aus der nahen Sicht heraus. Sammeln Sie Ego-Punkte, um Trophäen freizuschalten. Entdecken Sie Aktionen, die eine maximale Punktzahl einbringen. Okay. Neue verfügbare Frage. Wie kommt ein ABC... Es geht einfach zu schnell. Klingeling. Ich guck mal eben. Ja, super. Ein Indiz benutzen? Nein. Das sind ja tolle Einstellmöglichkeiten. Gar keine. She just has one wound on the back of the head. There are no other wounds or signs of a struggle. She has a packet of play cigarette next to her hand. Did she drop it when she fell? I can't see any other mark on the floor. The body is hidden by the counter and is not visible from the tobacco shop store. Many customers must have thought that Mrs. Asher had popped out. The body... The body... Tja... Was übersehe ich? Genau. I can't see any other. Hatten wir schon? Verdammt, was übersehe ich? This poor woman's head is resting in a very even-shaped pool of blood. Aha, jetzt haben wir alles. There are cigarettes packets in a mess on the shelf. Okay, es scheint jetzt zu... Oh. So, Poirot, any news? So, an ABC guide with no fingerprints but prints all over the counter. Normally, the tobacco shop does not sell ABC guides. Exact. Mon ami, could you have a word with the neighbors? Some may have seen something. Of course, my friend, I'll do it straight away. Wie nett von ihm. Aber die Frage ist, was... Oh, was müssen wir jetzt hier noch machen?
Gegenstände verbergen Geheimnisse hinter komplexen Mechanismen. Sie sind an der Reihe, sie aufzudecken, um herauszufinden, was sie verbergen. Beobachten Sie den Gegenstand aus allen Blickwinkeln, indem Sie die Maustaste gedrückt halten und die Maus verschieben. Zoomen Sie heran, indem Sie mit der linken Maustaste auf einen Gegenstandsbereich klicken. Zoomen Sie mit der rechten Maustaste weg oder indem Sie auf das Symbol Pfeil klicken. Einige Elemente bewegen sich, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten und sie verschieben. The tail does not appear to have been touched. I have to check that nothing is missing from it. Oh nein, wir müssen jetzt knacken. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Achtung, wenn Sie dieses Puzzle jetzt verlassen, wird es zurückgesetzt. Sie müssen neu beginnen. Okay. Bringt mir nur nichts. Was habe ich denn eigentlich im Inventar? Wie komme ich da überhaupt rein? Gar nicht. Okay. It would be best to examine the rest of the till. Mechanism has just made a fan click. Mhm. Und das da unten sieht aus wie eine 5. The tail is full of money, but there is something strange. Das ging aber jetzt einfacher als gedacht. Something is hidden underneath. Something is hidden underneath. Tja, wie komme ich da jetzt? Ah, mit dem. Na, wo war's denn jetzt? Hör, mit einer Münze doch einfach, oder? Ach, Piro, was machst du denn jetzt hier? Something is hidden underneath. Nein. Ich hatte doch gerade hier einen roten Cursor-Icon. Das ist doch zum Mäusemelken. Was soll ich denn jetzt hier machen? Moment, kann ich vielleicht... Ja, kann ich. Nein, das ist nichts. I need to find the code. Ja, ja, ich weiß. I need to find the code. Hoppla. Strich, Strich 2. Das heißt, es muss irgendwas davor sein. 1, 2, 3, 4. Hat es was mit den Münzen zu tun? Ich weiß es nicht. Tja, das ist jetzt echt eine gute Frage. I need to find the code. I need to find the code. I need to find the code. Hm. Ach Mann. Heben wir uns das mal für später auf. Also die Kasse. Ich will mich hier weiter umgucken. Was gibt's da oben? There are cigarettes packets in the nest on the shelf. There are cigarettes. Hm. The door is locked. The door. Soll es das etwa jetzt gewesen sein? Heißt das, ich muss jetzt dieses Ulitz-Rätsel da lösen? Ja, es scheint tatsächlich so. Bei ihr habe ich geguckt, hier oben gibt es nichts.
Oh, Kinga ist das erste Rätsel. It does not appear to have been touched. I have to check that nothing is missing from it. Ja, ja, soweit waren wir schon. Moment, erstmal hier aufmachen. Hallo. Ah, a mechanism has just made a fan click. A mechanism. wieder zurück. The till is full of money, but there is something strange. Ja, ja. Aber was? Das ist die gute Frage. Something is hidden underneath. Tja. Und ansonsten kann ich hier auch nichts anklicken. Was hier draufsteht, kann ich auch mir nicht angucken. Und hier unten kann ich keine der Münzen anklicken. Something is hidden underneath. Tja. Wie viele Münzen liegen denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Moment. Habe ich nicht. Haha. Ach ne, 18 plus. Ne, warte mal. 17 plus. I need to find the. Nein, aber 17 war schon mal nicht verkehrt. Ach nee. Da hat er jetzt auch nichts gesagt. Fange ich jetzt wieder von vorne an? I need to find the code. Oh Mann. Freunde, ich hab echt keine Ahnung. I need to find the code. Aber an was ist das festgemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 Münzen. Was haben wir hier oben? 10, 1, 10 minus 1 sind 9. Hm. 9 und 8 vielleicht? I need to find the code. I need to find the code. Tja. Freunde, ich habe keine Ahnung. Ehrlich, null Ahnung. Das erste Rätsel, wir hängen fest. Es ist der Wahnsinn, dieses Spiel. Aber das soll es auch erst jetzt mal gewesen sein. Als Start in ein neues Let's Play. Hallo, ja, du sollst das verlassen. Finde ich das gelungen. Ich hoffe, euch gefällt das Let's Play. Und ich hoffe, im nächsten Teil schaffen wir es, dieses Rätsel zu lösen. Und bis dahin sage ich wie immer, NRW bei 18. Adieu.